Zum zweiten Mal in diesem Monat sind die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem Gipfel in Brüssel zusammengekommen. Themen sind der Streit über einen Handelspakt mit Großbritannien nach dem Brexit und die Erhöhung der EU-Klimaziele für 2030. EU-Brexit-Chef und Unterhändler Michel Barnier erklärte, solange verhandelt werde, gebe es die Hoffnung auf eine Einigung mit Großbritannien. We are absolutely determined to reach a fair deal with the UK. Man wolle eine faire Vereinbarung, aber nicht zu jedem Preis. In den verbleibenden Wochen würden die intensiven Gespräche fortgesetzt. My team, our team and I will continue intensive discussions over the coming weeks. Barniers Londoner Verhandlungspartner zeigte sich dennoch enttäuscht. Die EU lasse eine Dringlichkeit vermissen. Er kündigte für diesen Freitag eine Erklärung von Premierminister Johnson an. Die Brexit-Gespräche sollen nächste Woche fortgesetzt werden. Ein weiterer Gipfelstreitpunkt sind die ehrgeizigen Klimaziele der EU. Die Kommission hatte kürzlich eine Reduzierung von 55% der Schadstoffemissionen bis 2030 vorgeschlagen. 11 Staaten sind bislang dafür. We all want to provide our children and grandchildren. Alle wollten eine nachhaltige Zukunft für die nächste Generation, so Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven. Und um dies zu tun, müsse der Kampf gegen den Klimawandel verschärft werden. Hierbei spiele die EU eine wichtige Rolle. Deswegen stünden Schweden und einige andere Staaten hinter dem Vorschlag der EU-Kommission, die Emissionen um mindestens 55% zu senken. Making sure that we decide a new 2030 target in December, meaning that we wanted to reduce the emissions by at least 55%. Zwar steht das Thema Türkei offiziell nicht auf der Tagesordnung, doch werden die Rufe nach Sanktionen immer lauter. Leider halte die Türkei an ihrer Politik der Provokationen und des aggressiven Verhaltens fest, meinte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Die EU müsse nun klarstellen, dass ein solches Verhalten Konsequenzen habe. Doch das überragende Thema des Gipfels ist das Coronavirus. Angesichts steigender Infektionszahlen überall in Europa wollen die EU-Spitzen über eine bessere Zusammenarbeit beraten.